Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 10. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich und möchte Sie wieder mit auf die Reise in die Devisenwelt nehmen. Wir haben heute hier am 10. Oktober schon einiges an Ausschläge. Der Goldpreis erholt sich leicht. Den möchte ich mir jedoch erst im weiteren Wochenverlauf mal ein Stück weit näher anschauen. Denn nach den Abverkäufen der letzten Woche will ich erst mal sehen, wie die Käufer hier überhaupt eine Gegenwehr einleiten. So richtig passiert das bislang nicht und der Goldpreis ist in einer absoluten Schieflage. Das bleibt festzustellen. Aber was dem einen oder anderen Devisenmarktteilnehmer vielleicht entgangen ist, beziehungsweise nicht entgangen sein sollte, ist die Geschichte hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, beim Loonie. Wir hatten hier schon vor längerer Zeit die Tendenzen, dass es hier oben einen Widerstandsbereich gibt, der sich hier um 1,3150, 1,3180 bewegt. Und das ist jetzt der Wochenchart. Und wir sehen, in der vergangenen Woche erfolgte hier ein neues Mehrmonatshoch. Inklusive Close, inklusive eben einer entsprechend starken Kerze. Und das sieht ganz gut aus. Sie sehen hier den blauen Tendenzfall mal hypothetisch in die Zukunft gerichtet. Hier sieht es sehr, sehr gut aus in Sachen einer möglichen Aufwärtsbewegung, im Sinne eines möglichen Aufwärtsmomentums, dass sich hier sogar in Richtung 1,40 bewegen könnte. Also US-Dollar, kanadischer Dollar unter mittelfristigen Gesichtspunkten sehr, sehr interessant. Wir schauen mal, was die Saisonalität bis zum Ende des Jahres macht. Und zwar 1, 2, 3, 4. Da haben wir es. Die zeigt gen Süden, sich nicht wirklich optimistisch entwickelnd, aber wir sehen auch an diesen Ausschlägen hier auf der Punkteskala, das hält sich hier in einem relativ engen Rahmen. Also der saisonale Druck, sei es jetzt hier nach oben oder in dem Fall eben leicht nach unten gerichtet, ist nicht so enorm. Im Grundsatz also hier der Ausbruch, die technische Situation sehr, sehr interessant und wir haben es hier mit einem aufsteigenden Dreieck auf Wochenbasis zu tun, was statistisch dafür spricht, dass es entsprechend eine Fortsetzung des Ausbruchsimpulses gibt und dann immer zumeist, wenn man hier die Endpunkte nimmt einer Bewegung oder dieser Dreiecksbewegung, das Ganze dann praktisch projiziert und das lässt eben hier mit dem Ausbruchslevel ein Niveau in Richtung 1,40 zu. Das muss man ganz klar kristallisieren und es sieht eben gut aus, dass der Loonie hier tatsächlich diesen Weg einschlägt. Allerdings unter eben auch hier mittelfristigen Gesichtspunkten. Der nächste Punkt ist, wenn ich mir hier anschaue, wie die Price Action auf Tagesbasis verläuft bzw. verlief. Der Punkt ist hier ganz klar, dass es immer wieder auch Ausbrüche gab, hier über das Level von 1,31, 1,32 speziell auszubrechen. Nachhaltig gelang dies nicht, aber hier die Tendenz von jüngst sah eben auch voraus, dass wir doch hier nach oben drehen könnten. Jetzt muss es eben mal nachhaltig sein. Und wenn wir diese Trendlinien hier sehen, die ich jetzt mal ein Stück weit korrigiere, die Trendlinien, wie gesagt, sind nicht in Stein gemeißelt. Man muss das immer ein Stück weit auch hier anpassen an die charttechnische Struktur. Der Chart ist sozusagen ein lebendes Objekt. Wir müssen hier ganz klar sehen, dass der Markt eben hier immer wieder auch angepasst werden muss, beziehungsweise der Markt nicht angepasst werden muss, sondern hier vielmehr die Technik dem Markt angepasst werden muss und man sehen muss, ob die Trendlinien, sofern man sie denn überhaupt benutzt, hier dann auch entsprechend korrigiert. Tatsache ist aber, wenn wir die technische Situation sehen, haben wir hier ein aufsteigendes Dreieck so oder so gezogen und wenn wir hier nochmal 1,32 als eigentliche Widerstandszone jetzt aber als Unterstützungsbereich definieren, dann wären Rücksetzer in diesem Bereich durchaus Kaufchancen, muss man ganz klar sagen, dass der Markt hier, wenn er denn zurückkommen sollte, und es ist eben ein zähes Hin und Herzchen beim Loonie, also hier die Händlerbezeichnung für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, und es ist nicht auszuschließen, dass der Markt hier durchaus nochmal einen kleinen Rücksetzer vollzieht. Tatsache ist aber, es sollte hier nicht mehr nachhaltig unter 1,3150 gehen. Wir haben auch hier mit drei Auflagenpunkten eine aufwärts gerichtete Trendlinie, die sich im Idealfall eben nicht nochmal erschöpft und hier sozusagen als ja, grundsätzliche tendenzielle Richtung angenommen werden darf, angenommen werden sollte. Und dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus, dass wir hier in Kombination eines möglichen Trendkanals hier eine weitere Aufwärtstendenz erleben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Loonie jetzt hier direkt weiter anzieht, aber wenn es eben hier leichte Rücksetzer geben sollte, dann erscheinen diese mir hier im Sinne einer Aufwärtsbewegung, die technisch jetzt durchaus unterstützt wird, durchaus als Kaufgelegenheiten anzusehen. Auch hier nochmal, wenn wir jetzt sozusagen eine Option B fahren, hier mal tiefer in Richtung 1,31 nochmal zurücksetzen, knapp 1,3150, dann interpretiere ich dies als Chance eines möglichen günstigeren Einstiegs. De facto sollte aber hier der Preis nicht mehr nachhaltig unter 1,3150 mit Spielraum unter diese Kerzen hier von Ende September fallen. Da könnte man auch theoretisch hier ein Stop-Loss-Level sozusagen setzen. Das heißt, der Markt darf hier nicht deutlich unter 1,3150 gehen. Das wäre hier definitiv ein Bias, der die grundsätzlich jetzt positiv
darstellende Schadsituation eintrüben würde. Und insofern muss man sich hier jetzt mal der Tatsache hingeben, dass die Chancen soweit ganz gut stehen, dass der Luni hier tatsächlich mal nach oben aufdrehen kann. Er muss es aber auch beweisen, wenn es wieder versiegt, und das hatten wir eben hier zuletzt im Juli. Und auch ein Stück weit im September, wenn diese Chancen hier wieder versiegen, dann kann das zähe Seitwärtsgelaufe, das zähe Seitwärtspendeln hier durchaus eine Fortsetzung finden. Aktuell aber, wie gesagt, mit dem Ausbruch die charttechnische Situation sehr, sehr interessant. Der Luni auf jeden Fall einen Blick wert, sowohl auf Wochen-, mittelfristige Basis als auch auf Tagesbasis. Hier im Intraday-Chart müssen wir mal abwarten, was der Tag heute noch bringt. Letztlich positiver Bias, positiver Auftakt und oberhalb des Pivot Points sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir uns hier weiter nach oben entwickeln. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den First View in der Woche, also der erste Blick hier auf den Markt. Morgen bzw. im weiteren Wochenverlauf auf jeden Fall Gold auch nochmal im Fokus, das können Sie sich schon mal vormerken. Den Goldpreis werde ich definitiv nochmal unter die Lupe nehmen, aber jetzt hier erstmal der Fokus auf dem Luni, der hier für den Wochenstart meines Erachtens sehr, sehr interessant daherkommt. Also, viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Wünsche ich Ihnen auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.